So, wir sagen, schauen wir mal hier rein, wenn hier schon mal ein Rufzeichen ist. Obwohl, war ich das nochmal mit den. Nee, ich hatte was gerade was anderes im Kopf. Doch, ich war ein bisschen vorne. Kein Problem. Was zum. Hier warst du also. Tiefer ist. Also. Alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tiefer ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also. Echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zart beseitete Seele wie mich? Nein. Nee. Ganz genau, okay, nein. Ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Ich finde lustig, dass er einfach Cloud Bruder nennt, obwohl Cloud gesagt hat, nein. Und dass er davon sehr genervt war. Das hat man gehört. Na dann, können wir hier überhaupt was tun, ist jetzt die Frage. Wir lassen ja noch immer keine Männer rein. Das hat sich wahrscheinlich nicht geändert, nehme ich mal an. Ne, ihr drei lustigen Typen. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Ja, Cloud wollte sich da gerade durchfighten, aber hat er gemerkt, das ist keine so gute Idee, so wie das gesagt hat. Es könnte jemand dafür büßen. Auch jemand, der nichts damit zu tun hat. Nicht so toll. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Ausgewechselt. Angeblich steht Corneo auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so pauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Entschuldige. Übrigens, Aris, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin?
Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hä? Ja? Denke ich mir auch. Und dann Batterie. Das Kleid von Aerith sieht immer ein bisschen anders aus, je nachdem, wie viele Sidequests ihr abgeschlossen habt. Ich glaube, das, was sie jetzt anhat, ist das Beste. Und es ist und ein bisschen, wie sie selber sagte, sehr bauschig. Ja, und jeder tut das Auge hinterher werfen. Ja, Personenkleidchen, ne? Oh, das ist ja ein hübsches Mädchen. Wie lustig, was die Leute hier reden. So, und sie findet jemand interessant, hat er das gerade gesagt. Da bin ich gespannt. Guten Abend. Hier waren wir doch schon mal. Das ist das Honigtöpfchen. Ja, hier waren wir schon mal. Ganz genau, am Honigtöpfchen. Um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Wie Cloud einfach nicht gefragt. Ja, Cloud soll sich als Frau verkleiden. Wird schon schief gehen, sag ich mal. Ja, ich finde diese Szene jedes Mal zum Lachen. Oh, hallo. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dorthin. Der Anjan erwartet uns schon. Cloud kennt den Anjan noch nicht. Wir haben ihn nur mal ganz kurz gesehen. Und da sind wir im Honigtöpfchen. Mit einer großen Statue. Und man kann sich ein bisschen umsehen. Ein kleines Vorweg. Im Original war der Raum hier links, der hier, ein Raum, der... Ich sag mal, der hatte einen komischen Überschrift. Aber hier ist es ein bisschen anders. Hier kann man da ein bisschen reinschauen. Und hallo, die Damen. Da ist nicht viel los, außer dass hier eine Kiste ist. Erstmal Kiste mitnehmen. Blup. Nicht ganz außer andere. So, hallo. Und? Was glaubst du, was das hier ist? Ja, vielleicht ein Kreis? Bin sie Charade? Ich frage über nicht. So. Und das da oben, glaube ich, war im Original der Single-Raum oder so irgendwie hieß der? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war dort ein Bad, das weiß ich noch. So. Sieht ein bisschen anders aus. Oh. Guten Abend. Na endlich! Wir haben Sie schon erwartet. Bitte nehmen Sie hier Platz. Nein, ich will doch nur... Oh, haben Sie sich vielleicht im Zimmer geirrt? Oder sind Sie einfach nur schüchtern? Ich frage lieber nicht nach. Und ist das hier eine Heizung eigentlich, das weiße Ding? Frage ich mir jedes Mal. Tja, also wir sind noch nicht ganz fertig. Da sollten wir eigentlich rein, aber wir schauen uns mal hier rein. Da kann man nicht reingehen, aber man kann reinschauen. Und genau war es auch so. Und hier wird jemand massiert oder sowas? Nee, akupunktiert. Ich sehe da die Akupunkturnadeln. Oh, Akupunktur? Schöne Muskelentspannung. Selber noch nie gemacht, aber abgenackt wäre ich sicher nicht davon. Und dann haben wir noch einen Raum. Ich krieg dich, Schätzchen.
Denn bei den Typen hier, der hier drin ist, der den Kescher hier hat, den solltet ihr euch merken, den werden wir später noch näher kennenlernen. Die spielen da drin nämlich Fangen. Aber wie gesagt, der eine Typ, der da gerade den Kescher hatte, merkt euch den mal. Der ist für später wichtig. So, na dann, wir wurden eingeladen, hier reinzuschneiden. Na dann. Wir haben Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Na, aber hat Anjan nicht nach mir verlangt vorher? Ach, so oder so gesehen, stimmt's. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Yep. Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Klaus soll tanzen. Ja. So, das ist jetzt eine kleine Tanzstunde. Drücke die Tasten passend zum Rhythmus der Musik, wenn sich Felder und Rhythmuslinien überlagern. Beim perfekten Abschluss erhältst du möglicherweise ein Souvenir. Ich versuche natürlich, perfekt abzuschließen. Das könnte eventuell sogar ein paar Suche dauern. Man sollte immer die Taste drücken, die da aufleuchtet. Wenn das Hexagon und dieses weiße Lichtstrahl übereinander sind, dann drückt man die Taste und das ist das perfekte Timing. Also, let's go! Na, Klaus und Tanzen. Er muss jetzt reinkommen, der Gute, glaube ich. Das ist eine Übungsstunde. Cloud, der perfekte Tänzer. Let the Battle Begins Remake erhalten. Als Musikstück. Großartig. Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Ich will nicht nochmal üben, danke. So, und jetzt fängt die Party an. Nein, der zurück. Und genießt die Show. Cloud. Schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Die drei haben auch ihren Spaß. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir. Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Hmph!
sehen, ob du mithalten kannst. Ich habe zwei Fehler gemacht. Und zwei Perl gut. Perfekter Tänzer. Applaus, Applaus. Sehr schön. Wie ergreifend. Also gut. Ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja. Dann lasst uns die Show beginnen! Merke, dass Google Cloud jetzt aussieht. Er wird gleich nicht mehr wiederkriegen, glaube ich. Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Mit der Aussage hat Anjan sogar irgendwie recht. Und ich dachte, ich kriege ein anderes Kleid, aber Überraschung. Es gibt nämlich die drei Show Kleider für Cloud. Ja, echt der Hammer. Und das ist eins von den dreien.
Diese Drehungen, ja. So anmutig und grazil. Du bist ja total aus dem Häuschen. Lang wundert dich das bei dir schon? Und da ist er, der Gute. War das Hallo. Improvisiert? Bestimmt. Der Junge schien extrem überrascht. Cloud, das war wirklich beeindruckend. Ja, das war super. Nicht perfekt, aber es war super. Nebenbei, ich weiß nicht, wovon es abhängt, welches Kleid Cloud hat. Ich gehe mal davon aus, es hat mit dem Tanz zu tun. Und mit den Sidequests. Irgendeine Mischung aus beiden. Hör bitte auf. Womit dann? Kein Gold. Nur eins. Nein. Aber du bist so süß. Des Nachts. Voll der süße Cloud hier. Mit Schleifchen. Und eine Rose. Rüschen. Und eine Krone am Kopf. Ja, sieht süß aus, wie sie Eris sagt. So, da. Somit glaube ich, kommt der Cloud durch zu der Empfehlung. Warte, bevor ich jetzt hingehe, kann ich jetzt da eigentlich hinten hingehen? Weil ich glaube, das ist ein normalerweise gesperrter Ort. Ja, guten Abend. Ich will mal kurz durchschauen. Denn da hinten ist, glaube ich, eine Kiste. Ah, da komme ich nicht hin gerade. Okay. War eigentlich auch verständlich mit diesem schönen Kleid, das der Cloud anhat. Vor allem, ich finde die Schleife so richtig cool. So richtig große Schleife. Also, frage ich für euch, welches Kleid findet ihr besser? Das von Cloud, was er anhat, oder das von Aeris, was sie anhat? Und wir werden noch ein Kleidchen sehen. Das kann ich euch mal versprechen. Die Kleine ist total mein Film. Welche von den beiden? Ist dir jetzt sicher so, dass alle, viele Cloud für eine Frau halten, nur wegen dem Gewand. Wow. Hier sieht man so schön kleine Leute. Und hier trifft es definitiv zu. So, hey, wo ist der rote Teppich hin? Ich wollte auf den roten Teppich laufen. Mann, oh. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein zu Don Corneos Höhle. Jetzt dürften wir keine Probleme kriegen. Hoffentlich. Guten Abend, drei Herren. Du bist doch... Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Dankeschön. Und ich glaube, er tut Verdacht schöpfen, weil er hat der Cloud schon mehr als einmal gesehen, aber sagt halt nichts. So. Guten Abend. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Aber ich wollte mich hier umsehen. Nebenbei die Musik, die hier spielt. Ja, die ist ein bisschen gruselig. Darf hier wirklich gar nichts machen, weil hier hinten ist irgendwas Schönes. Glaubt mir, die Sachen hier könnt ihr euch nicht leisten. Sicher, die Vase hier sieht doch ganz billig aus. Vor allem die hier, da passt der Cloud direkt rein. Ich frage mich, für welchen Blumen das angelehnt ist. Wenn überhaupt für Blumen, muss ja was anderes sein. Ich finde dieses chinesische Design ziemlich cool. Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Die Empfehlung von Anja. Er hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Ah ja, kein Stress. Ich wollte nur hören, was ihr sagt. So, da rein hier also. Was ist das für ein seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von... Schlafgas! Hä? Hä? Schnell raus hier! Verdammt! Cloud! Hm. Hm. Für euch ist er nicht gut? Ich bin untröstlich. Wir bringen euch jetzt mal zum Ruheraum. Da könnt ihr hübschen euch auf das Klo. Ja, dann lasst uns ja losgehen. Wo bringt ihr
uns hinten? Vorsicht, pass auf, dass du nicht hinkommst. Edward, sag doch bitte. Bin ich doch mal. Die zwei sind Cornelius-Gäste. Wenn denen was zustößt, macht der Hackfleischer so. Das weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Interessant, dass man bei diesem Schlafnacht nicht einschläft, sondern nur... Hey, geht es dir gut? Tifa? Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aerys. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud, wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aerys... Ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Und nebenbei, ja, es ist auch immer anders, was Tifa anhat. Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Nebenbei, die Blümchen, die Tifa hat, sind tolles Accessoires. So, was ist das hier für ein Raum? Ich würde mal sagen, Streckbank und so. So, und bevor ich hier gehe, hier kann man ein Musikstück kaufen, nämlich den Don des Lamps. Das Musikstück, was wir hier dauernd im Hintergrund hören. So, ich kaufe mal hier ein paar Tränke, ein paar Megatränke. Heiltränke brauche ich nicht, aber Megatränke sind sehr gut zu haben. Sonst noch irgendwas Nettes hier unten? Ich habe diese Musik irgendwie vermisst, weiß auch nicht warum. So. Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Alles klar, solange wir nicht hier unten abgehört werden bei diesem... Was ist denn in dich gefahren? Werkzeug. Wozu das Werkzeug gut ist, benutzt euren Kopf, sag ich, mehr sag ich nicht. Hier ist es ziemlich dunkel. Da gehen wir mal zu dieser Brautschau und schauen, wenn der Don hier auswählt für seine Gesellschaft. So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Na, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich! Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo! Heißnecken!
wunderschön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hohi, hohi. Oh. Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme! Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Dreckschwein. Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werd dir die Flügel schon stutzen. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Yeah! Diese Masche ist neu! Mehr davon! Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Gott! Miststück! Warte! Gut ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen. Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Danke. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank. Muss ich sagen, aber bei der Szene gerade eben kriege ich fast jedes Mal einen Lachanfall. So. Wir müssen schnell zu Cloud. Der müsste in Corneos Zimmer sein. Ja, der kommt sicher gut zurecht, der Gute. So, wenn wir schon Tifa dabei haben, kurz mal hier checken, Ausrüstung. Ich glaube nicht, dass er was Neues hat, ne? Nope. Aber zwei freie Materie-Slots. Den nehme ich mal mit. Einmal heilen vom Barrett, das ist eh gerade nicht da. Und einmal wiederbeleben, das sollte passen. Und vielleicht noch ein Sammeln reinpfeffern. Oh. Nebenbei die Musik, die wir im Hintergrund hören. Jetzt mal wieder ein Remix von Tifas Beam. So, auf zur Cloud. Da dürfte zu Ed kommen. Ja, kein großes Ding.
Und diese Szenen hier sind. Ich hätte auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. Naja, wir sind nicht mehr so beschäftigt. Wir haben nur alle, ich sag jetzt mal, flachgelegt.